Heute will ich euch mal wieder ein bisschen was erzählen und den Erklärbär machen, wie ich mein Training so steuere. Viele haben mir mal danach gefragt mit den TSS, ob ich da nochmal ansetzen könnte und ein bisschen weitermachen. Das mache ich heute. Okay, short explanation. This is another German Vlog. I'm planning to do a new rhythm. Two German ones and one English Vlog. So two Germans, one English. Two Germans, one English. Something like that. I hope you're fine with that. This is another German one, so I'll continue in German now and I'm just explaining something about Training Peaks. Okay, Leute, also das kleine Erklärung für meine englischsprachigen Subscriber oder Abonnenten. Ach ja, und nochmal vielen Dank für das ganze Feedback zu Schaltaugen24. Danke dafür. Der nächste Vlog wird wieder was interessanter. Also falls ihr nicht so an der Theorie interessiert seid mit Turning Peaks, könnt ihr den skippen. Für alle anderen geht jetzt los. So, Leute der guten Unterhaltung, ihr wolltet noch mal ein bisschen was wissen zur Vorplanung vom Training, wie man die TSS-Verteilung macht über das Jahr bzw. über gewisse Wochen hinweg. Und dafür habe ich ein kleines Tool entwickelt, sage ich mal, diesen TSS Next Week Calculator. Da könnt ihr, ihr seht das hier, euren aktuellen CTL-Wert eintragen. Und mit diesem Rechner könnt ihr dann ausrechnen, wie viel ihr ungefähr machen solltet für eine Build Week, für eine Recovery Week oder für eine Plateauwoche, also um diesen Status zu halten. Das Ganze basiert auf der Überlegung, dass man nicht mehr als 5 CTL sich in der Woche steigern sollte zu seinem aktuellen CTL-Status, also die Ramp Rate, was ihr die CTL-Steigerung ist, die sollte nicht über 5 sein. Ist einfach hier so ein Sicherheitsfaktor, dass wenn man selbst gecoacht ist, überzieht man gern mal. Und das ist einfach so ein bisschen eine grobe Orientierung, dass man weiß, okay, den Wert sollte ich nicht überschreiten. 5 CTL in der Woche ist eine sehr gute Ramp-Rate. Damit verletzt man sich eigentlich in der Regel nicht und wird nicht krank und gerät nicht ins Übertraining, ist es sicher. Okay, also ihr tragt ihr ein, 170 zum Beispiel, dann wisst ihr, okay, für eine Build Week 1400, damit mache ich dann 5 CTL in der Woche, steigere ich mich, das wären 200 jeden Tag. Ich werde natürlich nicht jeden Tag 200 machen, aber im Schnitt, also weiß ich, 80 am Ruhetag und dann 260 an einem Belastungstag, je nachdem in die Richtung. Recovery wären dann so 1050. Und einfach nur die 170 zu halten, wären dann um die 1200 TSS in der Woche. Genau, das ist eigentlich schon ziemlich kurz und knackig gewesen, was dieser TSS-Calculator macht. Ist ganz praktisch, um die Saison ein bisschen vorzuplanen und sagen, okay, hier habe ich eine Build Week, ich habe jetzt den, oder man kommt aus einem Trainingslager oder einfach so ein bisschen aus den letzten Wintermonaten und will sich jetzt hinsetzen und die nächsten Wochen mal ein bisschen genauer planen, kann man sich den Calculator zur Hand nehmen und mal ausrechnen, wie viel man machen müsste, um jetzt hier die Trainingsbelastung zu steigern. Natürlich ist hier die ganze Ermüdung und sowas nicht einberechnet. Deshalb muss man natürlich im Einzelfall gucken. Es bringt natürlich nichts, wenn man jetzt sagt, Alter, ich hau jetzt 4 Build Weeks hintereinander, klopp richtig einen raus und dann landet man bei minus 70 TSB und kann nicht mehr laufen. Also das ist hier so gedacht, dass man wirklich 3 Belastungswochen, eine Ruhewoche hat. Ja, dafür ist es aufgebaut. Soll eine grobe Grundlage sein. Mittlerweile könnt ihr das auch mit Training Peaks ganz gut machen. Aber wer das noch selber von Hand machen will, Feuer frei, genießt die Show. Und jetzt würde ich sagen, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, schreibt mir. Ansonsten Patronaufnahmen und bis Freitag.